Herzlich willkommen zur zweiten Folge Hetzlaut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das Jahr ist vorangeschritten. Wir haben jetzt Ende August, Mitte August so rum. Und wir werden in dem Film euch zeigen, die ein oder andere Hirschnachsuche. Dann natürlich Nachsuche auf Schwarzwild im Maisfeld. Das Rapsdreschen ist überall in Gang. Ich werde euch noch einen anderen Schweißhund vorstellen. Eika, 5 Jahre alt, die werdet ihr im Einsatz sehen bei den Hetzen. Und dann natürlich meine neueste Anschaffung, Drahthaar Baby Killer. Und ja, ich glaube, der wird uns auch in Zukunft viel Freude machen. Wir sind heute Morgen unterwegs Richtung Süden. Wir haben eine Tour von uns vor, über 300 Kilometer mit dem Auto. Es kam gestern ein Anruf rein, eine Nachsuche auf einen Ringhirsch mit einem Schuss, den wir noch nicht ganz deuten können. Ein Jägerin hat ihn beschossen, hat Wildbret am Anschuss gefunden. Ist der Hirschpferd auch etwas gefeucht mit einem Schweißhundführer, ca. 50 bis 100 Meter. Dort kamen sie aber nicht so richtig weiter, haben dort erstmal abgebrochen, was auch vollkommen richtig war abends. Und jetzt wollen wir mal sehen, wir kämpfen uns derzeit über die Autobahn. Also die meisten Nachsuchen beginnen eben leider nicht immer gleich im Wald, wie man sich das so vorstellt, sondern auf einer 6-spurigen Autobahn Richtung Süden. Wir wollen mal sehen, wie das ausgeht. Also, hier ist gestern Abend ein Hirsch geschossen worden, so wie ich sagte. Schützen kann nicht ganz genau sagen. War so ein bisschen halbspitz, er hat sich dann im Schuss rumgedreht. Und jetzt müssen wir hier mal gucken, oder rumgeworfen, was jetzt hier ist. Such mal schön. Wir machen jetzt mal eine kleine Vorsuche jetzt. Oftmals ist manchmal nicht gleich was zu finden. Hier liegt der Bruch noch. Und gestern Abend. Okay. So, hier ist mal Schweiß. Hier hat er mal gestanden. An der Stelle. Problem ist der Abgang. Der Hirsch hat das gestern Abend gemerkt. Und jetzt sind wir wieder am Anschuss. Der Hirsch ist raus aus der Deckung und Richtung Anschuss wieder gelaufen. Wir müssen ganz leise sein, das Gelände ist ganz unwegsam hier. Der Hirsch kann uns jeden Moment irgendwo mitkriegen, wenn er irgendwo hochkommt. In diesem Fall war es bei dieser Hirschnachsuche so, dass die Jäger natürlich abends sehr viel gemacht haben. Dann das Hirschrudel wahrscheinlich geteilt, der Hund erst in eine andere Richtung zog, dann aber den Knoten gelöst hat und dafür gehört viel Erfahrung dazu.
Das Problem ist folgendes: Der Hirsch ist hier gestern beschossen worden, ist da reingewechselt in die Schneise. Dann sind sie hinterher, was auch vollkommen legitim ist, haben gesucht. Und dann ist der Hirsch im Bogen vor ihnen rum und ist hier wieder raus, also am Anschuss vorbei und ist dann da rein. Wir sind jetzt ca. 500 Meter hinterher und haben leider in der Verjüngung da die Pferde verloren. Ich setze jetzt nochmal an mit dem Rüden und versuche hier nochmal weiterzukommen, aber es wird richtig schwer. Dann suchen wir schön. Wenn man jetzt natürlich im Spätsommer nachsucht, sind die Temperaturen natürlich recht hoch. Wir haben jetzt gerade so eine, ja, warme Wetterlage mit über 30 Grad und dann ermüden die Hunde ganz schnell. Und dann kommt das ganz schnell dazu, auch dass so ein Hund mal einen Kreislaufkollaps hat und so weiter und so fort. Und das ist dann nicht so einfach. Und gerade Falco ist ja jetzt schon ein 8-jähriger Rüde, hatte schon mal mit dem Rücken Probleme, er hatte mal sich verletzt bei einer Hetze auf ein Stück Rotwild und dadurch ist er manchmal dann körperlich so ein bisschen eingeschränkt und deswegen habe ich in diesem Fall gleich zwei Hunde mit eingesetzt, um ihn zu unterstützen und zu verstärken. Ja, schön leise. Hund los! Los, Hund los! Eiger, komm! Ja, war's nicht, Paul. Eiger, komm! Hunde sind immer noch dran, hetzen. 370 Meter vor uns, versuchen den Hirsch zu stellen. Beim Laufschuss beim Hirsch ist es immer so. Das geht meistens immer von 4, 5, 6 Kilometer, 7 Kilometer. Das kann auch mal 10, 12 sein. Gerade außen. Ach, hier ist die Bundesstraße. Ja, gut, das ist scheiße. Immer noch weiter. So, wir haben jetzt 10 Kilometer voll, sind jetzt schon 2,5 Kilometer ungefähr in der Heirand. Berg hoch, berg runter und die Hetze geht immer weiter. Komm nicht ran. Auf geht's weiter. 1,18, der Hund hat ihn wahrscheinlich. Los, Gas. Ja, Beute gestellt. Hier. Nach 11 Kilometer ungefähr. Die Gummijacke, die macht mich fertig. Du musst ganz leise sein. Nee, Glück habe ich nicht. Außer er sitzt. Worauf ist besonders wichtig zu achten, wenn man einen Fangschuss macht? Sicherheit
ist immer das Allerwichtigste. Achtet auf den Hintergrund, achtet darauf, dass keine Helfer, Nachsuchenhelfer oder vielleicht Begleitpersonen im Hintergrund des Stückes sind. Scheiße, wieder weg. Dann wichtig, immer der Hund ist ganz entscheidend. Ruhe lassen, bedachtsam rangehen und dann gezielt den Fangschuss abgeben. Keinen wilden Kram machen, das ist das Allerwichtigste. Getroffen. Licht. Licht. Los, halt. Hier liegt er. Ja? Hier liegt er. Ja, fein, Alka. Wir haben ihn. Nach. Ja. 14,4 Kilometern haben wir ihn. 300 Kilometer hierher gefahren. Begonnen um 8 Uhr. Jetzt ist es 12 Uhr und wir haben den Hirsch. Ein Hund fehlt noch, leider. Wir haben jetzt den Schuss gefunden. Die Schützin sagte ja, sie hat spitz, bisschen halbspitz von vorne geschossen. Der Einschuss von ihr ist hier, komm mal her, hier rum. Hier sieht man das Einschussloch. Hier ist der Einschussloch, das Einschussloch. Der Schuss ist durch den Lauf durchgegangen, hier durch und dann am Brustbein längst. Und damit 14,6 Kilometer. Da sieht man wieder, wie wichtig Nachsuchenarbeit ist. Okay. Warum in diesem Fall so wenig Schweiß da war, kann ich selbst auch nicht sagen. Manchmal ist es mehr, manchmal etwas weniger. Aber wir können klar sagen, nachdem jetzt überall bleifreie Munition verwendet wird, ist eben doch nicht mehr so eine ganz große, naja, Verletzung da. Beim Laufschuss ist es natürlich immer schwierig, egal was das dann für ein Kaliber war. Und desto größer das Kaliber ist, desto besser ist es für uns als Nachsuchenführer und desto besser ist es auch für jeden Hund, für die Hundenase. Und wenn ich ein, ja, ich sag mal, ein Kaliber nehme wie 300 oder 338, dann ist da automatisch mehr Energie dahinter wie bei der 308. Natürlich muss man mit diesen Kalibern auch umgehen können, muss sie schießen können, darf nicht mucken. Das hat man ja auch immer bei vielen Jägern, dass man doch vielleicht zu wenig übt. Ich selber sage ganz ehrlich, ich schieße die 338, bin damit sehr, sehr zufrieden. Ja, so geht ein Nachsuchentag zu Ende. Heute Mittag hatten wir den großen Erfolg mit dem Hirsch nach 14 Kilometern. Und jetzt ist es schon, ja, 20 Uhr. Leider ist uns heute bei der Hetze der alte Schweißhund oder 8-jährige Rüde, den ihr auch kennt alle, Falco, mit abhanden gekommen. Er war mit an dem Hirsch dran. Die haben ihn ja zu zweit gestellt. Ich hatte ja zwei Hunde im Einsatz, weil wir merkten, dass sie ihn nicht gebunden kriegen oder dass es ganz schwer wird und durch die große Hitze. Der Hund ist dann mit hinterher. Die beiden haben gestellt. Das wurde auch von einem Waldarbeiter noch beobachtet. Und der eine Hund war ja noch da beim Fangschuss geben, aber Falco war nicht da. Und ja, jetzt mache ich mir große Sorgen. Jetzt sind 8 Stunden vergangen und keiner hat ihn mehr gehört, keiner hat ihn mehr gesehen. Wir sind schon hier Waldwege hoch und runter gefahren, rückgeschneisen, haben uns schon überall erkundigt. Ich habe richtig viele Leute schon angesprochen, aber nichts. Wir sind von der Anschlussstelle oder von der Stelle, wo der Hirsch zur Strecke kam, zu Fuß natürlich, wie sich das hier hört, wieder bis zum Auto zurückgelaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Haben versucht, Straßen und sowas zu meiden, dass der Hund da nicht überfahren wird und sowas. Ich habe jetzt da hinten Decken und eine Jacke und ein Hemd von mir hingelegt, weil ich gehofft habe, dass der Hund die Rückwärtsfährte arbeitet, was er sonst eigentlich auch immer tut. Ich hoffe nur, dass ihm heute nicht irgendwie was passiert ist durch die große Hitze, dass er nicht einen Hitzschlag oder was bekommen hat und irgendwo hier in der Dickung liegt. Und ja, gut, jetzt war ich mittlerweile in einem kleinen Dörfchen, habe wie gesagt hier ein Bild kopiert und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich das ausfüllen, werde das hier fertig machen, werde die ganze Nacht noch weitersuchen. Bis morgen Mittag habe ich so geplant, dann muss ich wieder weiter zu den nächsten nachsuchen. Und ja, ich hoffe, dass ich ihn bis dahin finde und ja, wenn es positive Nachrichten gibt, dann sage ich das natürlich sofort.
So, jetzt ist es 2 Uhr. Ihr seht einen der glücklichsten Schweißanführer, die es gibt. Mein Junge ist wieder da. Wir haben gewartet hier an dem Punkt, wo wir heute Morgen losgegangen sind. Man muss ganz klar sagen, wo wir heute Morgen um 8 Uhr gestartet sind. Und ich habe jetzt gesessen im Auto, habe ein bisschen geschlafen. Ich bin die ganze Nacht auch hin und her gefahren, die Wege ab. Wir sind 7 Stunden mit dem Auto die Waldwege abgefahren und hatten schon Zettel gedruckt, das habt ihr ja gesehen. Und jetzt habe ich 2 Stunden nur gedöst im Auto und auf einmal höre ich was klappern am Auto. Und da ist der Hund mit der Antenne um die Karosserie gelaufen. Er ist wieder da. Ich bin super, super glücklich, freue mich riesig. Ihr seht auch dem Hund gleich an, wie fix und fertig er ist. Auch das gehört dazu. Und für mich ist das der schönste Moment, den es wirklich gibt. Und schön, dass ihr dabei sein könnt. So, Falco, komm, jetzt geht's nach Hause. Man sieht, wie kaputt er ist. Und. So. Heute Morgen, es geht zeitig los, gerade im Sommer ganz wichtig. Erstmal für die Wildtiere, dann natürlich zweitens für die Hunde. Die Hundenase braucht so viel wie möglich Feuchtigkeit und die ist natürlich für morgens meistens da. Man sieht links und rechts schon die großen Maisfelder, wo wir jetzt hinfahren. Wir fahren auf eine Sau, die beschossen worden ist, Knochensplitter am Anschuss. Ich konnte die Anruferin schlecht verstehen, der Funkkontakt war schlecht. Ich weiß nicht, wie groß die Sau ist, aber wir lassen uns überraschen. Heute haben wir hinten einen jungen Berufsjägerlehrling sitzen, der jetzt mit der Ausbildung bald anfängt und jetzt mal sehen will, wie das so läuft. Mal sehen, wie er sich bewährt. Ja, untersuchen gerade jetzt hier den Anschuss, was ich vorhin sagte. Hier finden wir ein kleines Stück vom Zahn, also es ist ein Gebrechschuss und ein Zahnsplitter. Und jetzt müssen wir mal sehen, die Sau ist hier in Mais rein. Tja, wollen wir mal gucken. Gut? Nein, wir brauchen nur. Jawohl, sehr gut. Also, jawohl. Prima. Okay. Der liegt hier neben mir und kannst schon mal den Rüden ranrufen. Falco, Falco, komm her, Falco. Okay, Handschuhe hast du, das ist immer wichtig, dass man Handschuhe anhat, wegen Dornen und so weiter und fort. Bei so einem Nachsuchen weiß man nie, wo es endet. So, auf geht's. Dieses Jahr steht der Mais besonders gut, ist fast, ja, ich würde mal sagen, weit über 3 Meter, 3,50 Meter hoch. Bei dieser Hetze im Maisfeld habe ich nur einen Hund im Einsatz. Das ist wichtig, so wie ich es beim ersten Teil auch gesagt habe im Rapsfeld. Dort bei den Hetzen zum Beispiel immer nur ein Hund, weil man dann besser schießen kann. Natürlich im Maisfeld wenig zu sehen, das ist immer schwierig. Das macht es auch schwierig, an so ein Stück ranzukommen. Da kann die ja ganz schlecht riechen. Der Hund hat wirklich Schwierigkeiten, die Fährte zu halten. Man denkt bei Gebrechschüssen oftmals, das ist leicht, weil man oft Schweiß sieht, der wischt aber ab. Aber die Hunde wissen sofort, dass das nicht innen drin ist. Und dann ist es hier heute so staubtrocken, weil wir die letzten Tage so viel Staub hatten. Ist auch für einen erfahrenen alten Hund schwierig. Wir verlieren die Fährte ab und zu.
Und das heißt natürlich so, wenn der Hund dann hier einen Bogen macht, ist das natürlich enorm viel mehr Arbeit für den Führer. Ja, wir hatten die Sau vor. Die hat die Reihen auch gequert vor uns. Das Problem war, der Berufsjägerlehrling saß jetzt da, den hatte ich da abgelegt und das ist jetzt das Problem, deshalb konnte ich jetzt nicht schießen. Schweiß haben wir jetzt noch mal gefunden, hier gerade frisch auch, man sieht es. Durch 60, 70 Kilo, denke ich. Und ja. Die Sau weiß jetzt, dass wir da sind. Das ist das Problem. Wir müssen diese Spritzspuren nutzen, sonst kommen wir nicht ran. Wir können hoffen, dass wir es in so einer Spritzgasse kriegen, weil wir haben sonst keine Chance. In den Reihen hört sie uns. Da hat sie den Schuss von der Dame, von der Jägerin, hier vorne lang, durch sie brecht durch. Das waren die Zahnfragmente, die wir gefunden haben. Ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Kaliber war 30-06. Diese Zahnsplitter haben wir gefunden am Anschuss. Und ja, deshalb war die Sau so mobil. Hier ist das Zwerchfell, ja? Herz, Lunge hat sie nicht. Sie ist vollkommen fit, kann ziehen, kann laufen und so weiter und fort. Deshalb macht es beim Gebrechschuss so schwierig. Die Sauen laufen 5, 6 Kilometer und noch weiter. Weil die haben die ganze Nacht Schmerzen und sind die ganze Nacht unterwegs. Ja? Ja. Gut, deine Aufgabe ist gleich dann rausziehen, bergen, aufbrechen und ja. Gut gemacht. Gut, dass wir sie haben. Ja, prima, super. Ich freue mich. Weidmannsheil. Und so weiter fort. Fein gemacht. Gut. Sommer jetzt wirklich immer dran denken, dass man wirklich jeden Anschuss kontrolliert und so viel wie möglich macht, weil sämtliche Wildtiere, die einen Schuss haben, gehen alle kaputt. Das habe ich in den letzten jetzt fast 25 Jahren festgestellt. Man denkt immer, naja, die schaffen das und die suhlen sich und sie belecken sich, aber die meisten, 99%, gehen leider ein. Deshalb sollte man beim Schuss wirklich immer wissen, dass man ganz vorsichtig ist und sagt, Mensch, ich schieße hier auf eine lebende Kreatur und der Schuss muss so gut wie möglich sein.
Mais wollte ich vernichten. So, wir sind jetzt auf dem Acker. Wir suchen heute Muffelwitter nach. Der Schütze hat ihn hier beschossen, Schussentfernung 100, 120 Meter. Er meint, hier irgendwo in diesem Bereich soll es sein. Und das Rudel ist über den Berg, so rüberwärts gefilmt und dann da unten Richtung den Wald gezogen. Also das sind so 300, 400, gute 400 Meter, bis wo das Einstandsgebiet kommt. Jetzt müssen wir mal eine Vorsuche machen und gucken, was los ist. Und hoffen, dass wir was finden. Suchen schon. Sieht man, so geschlenkert und so weiter und fort. Wir vermuten irgendwo unten tief. Okay. Ich denke unten an der Bauchdecke lang. Gucken. Hier ist schwer, es ist starker Wind und der nimmt das so mit, die Witterung. Gucken, da ist die Rudelfährte, man kann die auch sehen, wo die hier rüber sind. Zeigt an, das ist es nicht. Das war auch ein größeres Rudel. Die Fährte ist meiner Meinung nach hier runter. Ist immer nicht so einfach, wenn es dann so viele sind. Wichtig war, dass der Schütze abends hier nichts gemacht hat und das ist wirklich perfekt. Er hat nichts gemacht, er ist nicht hinterhergegangen. Das ist immer ganz wichtig, gerade wenn es größere Rudel sind, dass man nicht zu viel kaputt macht. Hier sieht man immer wieder mal Tropfen unten, vermutet tief die Scheide, dass was raushängt. Weil man sieht hier so dieses Geschlenker, diese Spur. So. Das heißt, da baumelt irgendwas. Da unten kommen wir jetzt zum Schilf hin. Ich vermute, dass der Witter da unten irgendwo reingegangen ist. Der Wind steht uns ziemlich stark entgegen. Man sieht das hier auch, wie die Bodenerosion da wieder so beiseite zieht. Das nimmt manchmal die Witterung mit zur Seite. Also sollte der Hund dann mal rechts oder links ein bisschen suchen. Nicht wundern, er hat trotzdem die Fährte. Man muss sich wundern, was so ein Witter ab kann. Sieht man schon, dass die Wildschafe doch recht schusshart sind. Sieht man mal, dass es richtig war, abends nichts zu machen. Den macht man hoch und dann kriegt man ihn wieder. Ja, weit, Marcel, wir haben ihn. Spitze. Ah, ja, fein. Fein. Toller Wetter. Spitzenklasse. Tolle Trophäe. Da wird sich der Schütze riesig zu freuen. Und also das ist so, ja, toll, dass es diese tolle Wildart hier in Deutschland noch gibt. Wer hätte nicht gern auch so wieder geschossen selbst. Tolle Trophäe und tolle Decke. Freut mich ganz besonders. Vor allen Dingen für den Schützen, der sich vernünftig verhalten hat. Kaliber war 9.362. Wir sind jetzt so ca. 500, 600 Meter hinterher. Der Witter hat den Schuss unten tief. Man kann das hier jetzt sehen. Hier war der Fuchs heute Nacht wahrscheinlich noch dran und hat ihn angeschnitten. Das ist das Geschlenker gewesen, wo ich meinte, das war hier vom Darm, die Scheideschuss tief erwischt. Irgendwo hier unten ist die Kugel durchgegangen. Ich klappe mal rum, ob man das sehen kann. Seht ihr, hier ist er schon angeschnitten. Aber das spielt alles keine Rolle. Wir haben ihn. Das ist das Wichtigste. Mich freut das ganz besonders für das Tier, dann für den Hund und natürlich als Wichtigstes dann für den Schützen. Toll, super, Spitzenklasse. Und dann noch so eine tolle Trophäe. Super, der Schütze wird sich freuen. Fein, fein. Lass ein paar langfahren, glaube ich. Und. Nee. Weidmannsheim, mein Lieber.
freut mich, hast du toll gemacht. Wie immer, Spitzenklasse. Ordentlich, sauber, toll, 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 toll. Super, wieder Falco, sehr gut. Spitze, toll. Man sieht hier, was ein Einwachser, ganz enger Kreisbogen und. Ja, reifer wieder, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und toll. Ich glaube, hier kann lang fahren. Ja. Hey, ist gut. Ja. Mensch, das freut mich. Ja, das hat geklappt. Man sieht glückliche Gesichter in einer schönen Gegend. Ein Reifenmuffel wieder, der ein starker Scheuerer war, haben wir gefunden. Wie ich es vorhin sagte, Schütz hat alles richtig gemacht. Kaliber 9.362 mit Blei. Bauchschuss unten, das war dieses, was ich sagte, wo man immer wieder mal den Schweiß sah. Dass ich sagte, da hängt meiner Meinung nach was raus. Ein anderer Jäger hat ihn wieder auch noch laufen sehen, hat aber gesagt, man konnte fast gar nicht sehen, wie er so zog. Gut, okay, jetzt hat sich's bestätigt. Der Schütze hat alles richtig gemacht, hat Ruhe gelassen. Ja, und jetzt hat's geklappt. Und ich freue mich natürlich riesig. Falco freut sich auch riesig. Und jetzt geht's heim. Oder woanders hin. Eben kam der Anruf rein, Hirschnachsuche auf den Hirsch der Klasse 1. Das ist auch für mich immer was Besonderes, weil so oft haben wir diese Hirsche nicht. Das heißt, es ist ein Hirsch um 11 bis 12 Jahre. Der Schütze hat geschossen, ist gestern Abend schon, ist gut abgekommen, sagt er. Hat am Anschuss oder unterwegs einen ganz kleinen Knochensplitter gefunden, ob das Brustbein ist. Er dachte, es ist Rippe. Ist dann selbst mit seinem Schweißhund, der hat selbst ein BGS, ist mit dem 2 Kilometer in der Nacht hinterher, was natürlich vollkommen verkehrt ist. Das werde ich ihm auch gleich sagen. Und ja, und jetzt müssen wir sehen, was wir da noch machen können. So, mit dem Rüden, komm her, mal kurz pinkeln lassen. Das ist der Rüde, der die Hündin, die mit zum Hetzen, komm her. So, pass auf, jetzt nicht vergessen bei der Eile. Wir müssen erst ein Stück, damit der, ja, nein, 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 ist schon klar. Der Hund muss sich erst festsaugen, weißt du? Und das ist natürlich bei sowas unter uns, ich weiß, das ist ja immer das gleiche Kluch, die Scheiße, musst du eigentlich nach 300-400 Metern musst du aufhören. Ja, wir hätten hier einen Grenzweg. Weil du, wenn der mitkriegt, dass du kommst, dann jagst du den nur vor dir her. Nachdem der Jäger uns an der Stelle eingewiesen hatte, wo er aufgehört hat, haben wir dann noch eine kleine Strecke gearbeitet. Aber von da aus haben wir uns wirklich schwer getan und wir kamen wirklich nicht richtig vorwärts. Trotz Bögenschlagen etc. Ich habe dann beschlossen, mit den Hunden ganz kurz zu einem Graben zu gehen, weil mir das Revier so ein bisschen bekannt war. Dort haben sie sich kurz abgekühlt und wir haben dann wieder noch mal erneut mit einer weiteren Vorsuche versucht, Bögen zu schlagen. Und dann kam es so, wie es manchmal kommen musste. Und manchmal ist ein Diana ein bisschen hold. Dann brach der Hirsch plötzlich vor uns weg. Wir konnten nicht gleich sehen, ist es dieser Hirsch oder ist es ein anderer Hirsch. Ich bin schnell dorthin zu der Stelle, wo der Hirsch aufgestanden ist. Hatte aber vorsichtshalber schon den Hund trotzdem geschnallt. Er war's. Hier ist Schweiß. Ja. Hier ist er. So, komm her mit dem Hund. Jetzt können wir nur hinterher gehen. Vielleicht stellt sie ihn noch. Sitzen.
So leise wie möglich. Komm. Wichtig ist, man kommt aus dem Dunkeln. Wenn man rangeht, so sein Zahn mit. Da vorne stellt der Hund den Hirsch. Getroffen habe ich ihn. Gut. Hier, weiß. Komm hinterher! Wo liegt er? Da liegt er. Wir haben ihn. Hopp, Herr Schlicht! Der Hirsch liegt! Und was? Eika! Komm her! Gut. Ja, muss irgendwo am Brustbein sein, denke ich. Hier, Laufschuss. Da ist sie nicht drauf. Erfolgreiche Nachsuche geht zu Ende, freuen uns riesig mit dem Schützen. Den Schuss habt ihr gesehen, Vorderlaufschuss. Ja, der Schütze hat leider alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Er ist nachts zu weit hinterher, das macht keinen Sinn. Er weiß es jetzt auch und er wird da hoffentlich draus lernen. Und das erschwert uns die Arbeit natürlich ungeheuer. Und es war kein Schweiß mehr da, nichts mehr. Die Pferde war ganz schlecht zu halten. Und in einem Sumpfloch nach mehreren Vorsuchen und so weiter und fort, da wo wir gestrandet sind, habe ich mehrere Bögen geschlagen. Und beim letzten Bogen, um wieder auf die Fährte zu kommen, haben wir glücklicherweise den Hirsch hochgemacht. Oder der Hund hat die Fährte wieder ein Stück angenommen. Bei dem Hirsch ging es nicht anders. Ich habe den Schuss hingeworfen, wie letztens bei diesem Sechser, was ihr im Film ja auch seht. Und Glück gehabt, ihn getroffen hier unten, Herzspitze kaputt. Ja, Glück gehört dann auch mal mit dazu. Ja, wir freuen uns und jetzt geht's weiter zur nächsten. Feine Hunde. Gut. Warum? Dass Rotwild in Mecklenburg-Vorpommern bzw. im Norden Deutschlands so viel stärker ist als in anderen Regionen Deutschlands. Ja, das hängt natürlich ganz normal einfach nur zusammen mit der Vegetation und mit der Esung. Man muss ganz klar sagen, ein Hirsch, der vielleicht im Harz ist oder im Schwarzwald lebt, kann natürlich nicht auf so einer reichhaltigen Böden wie hier sich den Pansen vollschlagen. Die Nachsuche war anstrengend. Ich bin durch, die Hunde sind durch. Die Hunde konnten schon mal in einem Graben sich ein bisschen abkühlen. Aber der Nachsuchenführer hält jetzt an und badet erstmal kurz im Elbe-Lübe-Kanal. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, uns wieder mal zu begleiten. Hier ist unser neuestes Familienmitglied, Killer von der Ostseeküste. Er beginnt jetzt mit der Ausbildung und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.